Neues vom Känguru. Mit Marc-Uwe Kling. Das Känguru liest einen seltsamen Schmöker auf Slowenisch. Plötzlich legt es das Buch zur Seite. Ihr genießt nicht mehr, ruft es. Stattdessen strebt ihr immer nur nach mehr Genuss. Ihr wollt immer mehr genießen können, als ihr augenblicklich genießen könntet und genießt dabei überhaupt nicht mehr. Das ist unsere Natur, sagt ihr. Interessanterweise ist das aber ganz und gar analog zum ökonomischen Streben nach dem Mehrwert, welches den Gebrauchswert völlig irrelevant macht. Und dies wirft doch die Frage auf, ob diese wilde Jagd nach dem Mehrgenuss wirklich der Natur des Menschen entspringt oder ob sie nicht vielmehr durch die Übernahme ökonomischer und damit natürlich gesellschaftlicher, tradierter Paradigmen auf die Vorstellungen vom Genuss, vom individuellen Glück entfesselt wurde. Und wenn dem so ist, ist es dann nicht an der Zeit, damit zu brechen. Das Känguru steht auf und wird lauter. Ja, es ist an der Zeit, das grüne Gras zu genießen, anstatt wie dumme Esel der Karotte am Strick hinterher zu hecheln. Es ist an der Zeit, das Aufwand-Nutzen-Denken, dieses ökonomische Kalkül, welches euch bis in eure privatesten Gedanken beherrscht, zu durchbrechen, um für das einzustehen, was ihr für richtig erachtet, egal wie hoch der Aufwand und wie klein der Nutzen. Was? Frage ich und blicke zum Känguru auf. Entschuldigung, ich habe gerade meinen Gedanken nachgehangen. Ich ziehe meine Lippe hoch und zeige dem Känguru meine Zähne. Siehst du das? Ich habe da irgendwie noch so Hähnchen zwischen den Zähnen hängen. Echt fies. Das Känguru schüttelt den Kopf. Entschuldige, sage ich nochmal und schüttle mich kurz, um meine Unachtsamkeit loszuwerden. Was hast du gesagt? Frage ich. Sag's nochmal. Ach, egal, sagt das Känguru. Nützt ja doch nichts. It's Fritz.